gratis! Rief der kleine Menandros begeistert, als er ihn durch die Ratskasse reiten sah. Sieh doch, Dio, da kommt Onkel Krattis! Diogenes blickte sich um und erkannte seinen Onkel. Stürmisch begrüßten ihn die Kinder und riefen dabei immer wieder so laut seinen Namen, dass Mela aus dem Haus trat und begeistert die Arme ausstreckte. Krattis, mein Junge, willkommen zu Hause! Krattis aß ab und gab Mela zur Begrüßung einen Kuss auf die Wange. Dann ging er in die Hocke und umarmte seine beiden Neffen. »Hab ich etwa richtig gehört?« rief Agathon verwundert, der soeben mit Ortygia an den Hof kam. Sie umarmten ihn freudig und baten ihn in die Küche, wo ihm Mela eine heiße Gemüsesuppe mit Brot und Wein servierte. »Jetzt sag schon«, hackte Agathon neugierig nach, nachdem Krattis seine Mahlzeit beendet hatte, »welch guter Wind weht dich hierher?« »Eine Idee unseres Freundes Philopatros.« »Philopatros?« »Ja, genau. Und ich soll dich herzlich von ihm grüßen. Er hat sich bei König Eumenes für mich stark gemacht. Und der bietet mir nun den Posten des Bibliotheksleiters von Pergamon an.« »Ja, ist denn das die Möglichkeit?« rief Agathon begeistert. »Du gehst nach Pergamon? Wann?« »In 10 Tagen schon. So lange habe ich noch Zeit. Und die wollte ich gerne mit euch verbringen, wenn ihr nichts dagegen habt.« Agathon strahlte ihn lange an. Tief bewegt nahm er ihn in die Arme und drückte ihn fest an sich. »Du glaubst gar nicht, wie stolz ich auf dich bin, Krattis. Und in Pergamon wirst du dann deine Philosophenschule gründen, nicht wahr?« Mal langsam beschwichtigte ihn Krattis. »Noch bin ich nicht in Pergamon. Außerdem werde ich mich dort erst einmal einleben müssen. Aber ich bin ehrlich gesagt heilfroh, wenn ich endlich aus Tarsus wegkomme.« Dann erzählte er von seinem unwürdigen Abgang aus der Akademie und dem Streit, in dem sich Callisthenes von ihm getrennt hatte. Von Zenodotos, der sich trotz seiner Abwesenheit so gut in Tarsus eingelebt hatte, und von Castor, bei dem er nun seit einigen Wochen untergekommen war. Den Rest des Abends verbrachte er mit Agathon in der Küche und ließ ihn bei einem guten Wein von seinem eigenen Schicksal berichten. Wie es schien, war er mit Ortygia und den Kindern ebenso glücklich wie in seiner Stellung als Sekretär. Krattis wusste, dass Stephanus ihn vor einigen Jahren ins Rathaus geholt hatte, wo er die Sitzungen protokollierte und die komplizierten Rechenschaftsberichte erstellte. »Hast du übrigens gehört, dass wir kürzlich von den Piraten angegriffen wurden?« »Nein«, sagte Krattis verblüfft, der sich darüber wunderte, warum er tatsächlich noch nichts davon gehört hatte, wohnte er doch im Hause eines Ratsherrn, der solche Nachrichten eigentlich als Erster erfahren musste. »Es war nicht so schlimm, wie es sich anhört, auch wenn wir leider einige Verluste hatten.« »Erzähl«, forderte ihn Krattis auf, während er sich noch etwas Wein nachschenkte. »Es war Anfang des Sommers. Ich kann mich an den Tag ganz genau erinnern, weil mich Stephanos gebeten hatte, einen Beschluss nach Magasa hinunterzubringen. Ich selbst habe sie nicht kommen sehen, aber plötzlich waren sie da. Es waren 10 Schiffe und irgendjemand schrie, die Piraten seien im Hafen. Ich weiß noch, dass ich einen der Leute in Magasa spöttisch lachen hörte, aber ich dachte nur an Ortygia und die Kinder und bin sofort zurück in die Stadt gelaufen. Dabei meine ich übrigens auch deinen Freund Hippias gesehen zu haben, aber der Mann war splitternackt und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob er es wirklich war. Als ich jedenfalls am Stadttor ankam, konnte ich gerade noch die Schiffe sehen, bevor das Tor geschlossen wurde. Am Hafen entbrannte ein wilder Kampf, aber die Piraten waren in der Überzahl. Die meisten, die sich damals in Magasa befanden, wurden getötet oder als Sklaven entführt. Malos selbst ist, wie du siehst, nichts weiter passiert. Die Seeräuber haben die Hafenmagazine geplündert und gebrandschatzt und sind dann wieder abgezogen. Jedenfalls hat der Überfall zweierlei gezeigt. Erstens, dass die Gefahr durch die Seeräuber, von der dein Vater immer sprach und die bislang keiner so richtig ernst genommen hat, überaus realistisch ist. Und zum Zweiten, fragte Krattis schockiert, zum Zweiten, dass die besten Verteidigungsanlagen nichts nützen, wenn sie nicht mit ausgebildeten Männern bestückt sind, die im Falle eines Angriffs genau wissen, was zu tun ist und notfalls auch bereit sind, für die Freiheit des Hafens zu kämpfen. Wieder einmal Thukydides, murmelte Krattis nickend. Wie bitte? Ach, ich unterhielt mich kürzlich mit meinen Studenten über einen Gedanken des Thukydides, in der er von der Folge plötzlich und vor allem unerwartet kommender Dinge sprach. Wer Verteidigungsanlagen in dem Glauben baut, sie niemals nutzen zu müssen, gerät natürlich bei einem Ernstfall in Panik. Thukydides nannte das die Knechtschaft des Denkens, wenn der Geist aussetzt und zur totalen Handlungsunfähigkeit führt. Ich hoffe, die Stadt hat daraus gelernt. Ja, davon kannst du wohl ausgehen. Die kommenden Tage nutzte Krattis, um sich mit Stephanos zu treffen und ihm von seinen Pergamon-Plänen, aber auch von den guten Fortschritten zu berichten, die sein Sohn in Tarsus machte. An den Vormittagen verbrachte er viel Zeit mit seinen Neffen und versuchte wiederholt, seinen Jugendfreund Hippias zu finden.
Als er im Gymnasium vorsprach, sagten ihm die Wettkämpfer, sie hätten Hippias schon seit Wochen nicht mehr gesehen, und allmählich wuchs in ihm die düstere Vorahnung, dass sein Freund am Tag des Überfalls vielleicht doch in Magarsa gewesen sein könnte. Nach etwas mehr als einer Woche erreicht ihn die Botschaft des Alexandros, er habe gerade das Geld in ein Dutzend herrlicher Rappen investiert, sowie in einen Stoß kostbarer Seitenteppiche, die die Karawane des Timarchos in 5 Tagen mitbringen werde. Er bat Krates, sich in 2 Tagen bei Sonnenaufgang am oberen Stadttor einzufinden, damit sie zu ihrem gemeinsamen Ritt nach Tarsos aufbrechen konnten. Sein Abschied aus Malos war schmerzlich, denn sie alle wussten, dass sie sich vermutlich nie wiedersehen würden. Sie trösteten sich mit der Möglichkeit, einander zu schreiben und umarmten sich lange und innig. Schließlich winkten sie ein letztes Mal und Krates verschwand mit Pluto in der Dunkelheit der Gassen. Am oberen Stadttor traf er auf Alexandros, der ihn fröhlich begrüßte. »Guten Morgen, mein Lieber. Ich hoffe, du hast ausreichend geschlafen und gefrühstückt.« »Hm? Sowohl als auch. Na, dann lass uns mal zusehen, dass wir hier wegkommen.« Gemeinsam ritten sie durch die weite Ebene, die allmählich von der hinter ihnen aufgehenden Sonne erhellt wurde. Lange Zeit konzentrierte sich Krates nur auf den Trab seines Pferdes, vereinte sich mit dem gleichmäßigen Rhythmus, in dem ihn Pluto durch die Ebene trug, und erst jetzt wurde ihm die Endgültigkeit seines Abschieds bewusst. Der Gedanke, seine Familie in Malos nie wiederzusehen, erfüllte ihn mit einer tiefen Trauer. Doch schon bald vermischten sich diese Gefühle mit all den Fragen um seine Zukunft, und so wich seine Traurigkeit mehr und mehr einer unbändigen Vorfreude. Alexandros schien seine Gedanken zu ahnen und ließ ihn in Ruhe. Erst nachdem sie den Saros überquert hatten, erkundigte er sich nach ihrer Unterkunft in Tarsus. Krates lachte. »Wir werden uns bei einem meiner Freunde einquartieren, der dir gut gefallen wird. Sein Name ist Castor und er ist Ratsherr von Tarsus.« Alexandros schien von der Idee nicht sonderlich angetan, doch Krates konnte ihn beruhigen. »Weißt du, es gibt Menschen, für die ist es egal, wo einer herkommt und was er macht. Für sie zählt nur der Charakter und die Entschlossenheit des Auftretens. Du bist so ein Mensch, sonst würdest du dich kaum mit mir abgeben. Und glaube mir, Castor gehört zu der gleichen Sorte.« Als sie am Abend in die Taurosgasse gelangten und an Castors Tür klopften, begrüßte er seine Gäste mit einem kräftigen Handschlag, wechselte ein paar Worte mit Alexandros und hieß auch ihn willkommen. Am folgenden Morgen erklärte Alexandros, wie er sich die Investition von Krates restlichem Vermögen vorstellte. Sie würden zunächst auf den Markt gehen und für rund 30.000 Drachmen Pferde kaufen. Diesen Part würde er selbst übernehmen, damit die Tiere auch bis nach Pergamon kämen, wobei Krates der feinsinnige Spott seiner Worte nicht entgangen war. Wenn sie die Pferde bei Kassandros untergestellt hätten, seinem alten Freund und Hauptmann der Kaserne am unteren Stadttor, könnten sie sich auf die Suche nach feinen Seidenstoffen machen, weil diese die kostbarste Ware mit dem gleichwohl geringsten Gewicht darstellten. Sie würden bei den Händlern Tuche im Wert von 27.000 Drachmen bestellen und diese erst am Nachmittag des nächsten Tages abholen, wenn sie die Pferde von der Kaserne auf den Markt geführt hätten. Dann würden sie sich mit den vollbeladenen Pferden zum oberen Stadttor begeben und einfach warten, bis Timarchos mit seinem Zug dort ankäme. Sie würden die erste Nacht mit der Karawane vor dem Taurus-Tor verbringen und am übernächsten Morgen mit den anderen weiterziehen. Krates war von dem Plan überzeugt und nickte. »Aber wie willst du die Pferde bezahlen? Ich meine, du kannst ja unmöglich 30.000 Drachen mit dir führen.« »Ganz einfach. Wir lassen uns eine Anteilsbescheinigung geben. Das ist im Pferdehandel so üblich, wenn der Einkauf eine gewisse Größe überschreitet. Dazu nehmen wir einen der Priester mit auf den Markt, was natürlich ein paar Drachen kostet, aber auch nicht sonderlich wehtut. Der Händler gibt uns seine Pferde und du überschreibst ihm dafür deine Anteilsscheine. Der Priester beglaubigt den Wechsel und damit hat sich die Sache für dich erledigt.«